Hallo ihr Lieben! Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einem Video, was sich, glaube ich, ganz, ganz viele von euch gewünscht haben. Wir machen nämlich heute ein Q&A-Video. Richtig, ihr habt einige Fragen an uns über Instagram gestellt. Genau, die habe ich hier. Und wir beantworten heute mal eure Fragen. Wir gehen die so ein bisschen durch, suchen uns ein paar raus. Es sind nämlich echt viele, ja. Also seid nicht sauer, wenn wir nicht jede Frage beantworten können. Genau. Was ist denn die erste Frage? Die allererste Frage, die kam, wie alt seid ihr? Die nehmen wir direkt. Da war jemand am schnellsten und es ist, glaube ich, auch die häufigste Frage. Also ich bin 18. Oh Gott, ich vergesse das immer. Ich glaube, ich bin erst 17. Nein, ich bin noch jünger. Nein. Schön wäre es, aber wir fühlen uns jung. Wir fühlen uns jung, genau. Ja, also ich bin 29 und ich habe im November Geburtstag. Ich bin sozusagen ein Skorpion. Du bist dann Jahrgang 90. 90, genau. Bei mir sind es anderthalb Jahre mehr. Ich bin Jahrgang 88 und ich werde tatsächlich schon 32 dieses Jahr. Aber wie die Zeit vergeht, oh mein Gott. Ja, die Zeit rennt. Genau. Also, die erste spannende Frage schon beantwortet. Wer ist euer Lieblingssänger? Kam auch öfter. Unser Lieblingssänger. Oder Lieblingsmusiker vielleicht auch. Oder nur Männer, auch Frauen. Also es ist schwierig. Ich höre ja gerne Deutschrap, aber höre auch gerne andere Musik. Also ich mag Beyoncé, Jason Derulo, Justin Timberlake, Justin Bieber. Mag ich auch. Mag natürlich aber auch Deutschrap, unter anderem Capital Bra, Apache, Eno, K1, Petro Lombardi. Ich kenne nicht mal so viele Leute. Ich mag Ed Sheeran. Ja, der ist auch sehr gut. Ich mag auch Elton John sehr gerne. Was haben wir noch? Was ist unser Lieblingsessen und unsere Lieblingsfarbe? Eine Doppelfrage. Mein Lieblingsessen sind Nudeln. Am liebsten so Tortellini oder so in schöner Soße. Sehr viel. Und unsere Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe? So Bordeaux, oder? Bordeaux, genau. Ja. So ein dunkler Bärenton, sowas mag ich sehr, sehr gerne. Also meine Lieblingsfarbe ist rosa. Und was ich sehr gerne esse, schwierig. Bin da eigentlich relativ flexibel. Ich esse auch gerne Nudeln. Aber ich liebe total italienisches und indisches Essen. Oh ja. Esse ich sehr, sehr gerne. Ich mag aber kein scharfes Essen. So. Geht bei mir. Ein bisschen, aber nicht zu sehr. Welche Sprachen können wir sprechen? Ist die nächste Frage. Ich kann Englisch sprechen nicht so gut. Ich verstehe sie besser, als ich sie spreche. Ja. Gebe ich durchaus zu. Bin ich deiner Meinung? Ich verstehe sehr gut Englisch. Ich kann mich noch nicht so gut artikulieren, beziehungsweise durch meinen kleinen Dialekt manchmal klingt es natürlich anders. Aber ich sag immer, das ist wie wenn Asiaten oder Inder Englisch sprechen, verstehen wir die persönlich auch schwierig. Und so ist es halt, ne? Also die Sprache beherrscht ja trotzdem wieder. Also Englisch, Deutsch? Deutsch. Ein bisschen Spanisch. Habe ich in der Schule gelernt. Aber ¿Cómo estás? Tibian. Es ist nicht mehr so gut. Ja. Aber es war meine zweite Fremdsprache in der Schule. Ich bin auch sprachlich sehr unbegabt. Ich würde gerne mehrere Sprachen können, weil ich das sehr, sehr schön finde. Ich spreche halt Englisch. A falar pouco português. Nein, ich verstehe Portugiesisch sehr gut, weil das auch eine ganz offene Frage ist, die ich mal am Rande hier beantworte. Mein Papa ist Portugiese. Deswegen verstehe ich da etwas Portugiesisch, kann mich aber nicht so gut artikulieren. Würde aber gerne fließend Spanisch können, das würde mich... Bastelt ihr in eurer Freizeit auch so viel? Ich häkel sehr, sehr viel und ich mache viel Origami. Auch daheim? Auch daheim, ja. Also ich habe früher viel daheim auch so gebastelt. Mittlerweile bin ich ehrlich, fehlt mir einfach die Zeit dafür. Dekorieren mache ich sehr, sehr gerne. Ich räume sehr viel um, aber so richtig basteln fehlt mir oft die Zeit. Was macht ihr am liebsten, also so unsere Hobbys? Also ich weiß es eigentlich direkt. Ich liebe das ist zu tanzen, habe aber leider hier in meiner neuen Heimatstadt noch keinen Tanzverein. Also wenn ihr aus Bielefeld kommt und eine richtig coole Tanzcrew kennt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Tipps für Bianca. Ja, bitte. Ich suche eine coole Hip-Hop-Tanzgruppe. Sonst Familie, rausgehen, reisen,
shoppen. Draußen sein. Shoppe ich sehr gerne. Also gehen auch gerne zusammen shoppen. Ja, so Last meines Geldbeutels, aber ich tue das sehr gerne. Ja. Das letztens auch die Frage, wenn ihr uns in der Innenstadt in Bielefeld seht, dürft ihr uns gerne ansprechen. Ja, jederzeit. War in den Kommentaren die Frage. Kommt einfach zu uns, winkt. Ja, bloß. Wir winken auch zurück. Nur nicht auf der Toilette gerade, vielleicht, wenn man auf der Toilette ist. Oder vielleicht auch nicht unbedingt beim Essen. Sonst könnt ihr uns jederzeit, wo ihr wollt, immer ansprechen. Auch wenn wir vielleicht mal gerade nicht mit einem Lachen durch die Gegend laufen. Ich glaube, das ist menschlich, ne? Ja. Wenn man so vielleicht wirkt. Aber ihr könnt uns, also wir sind immer, wir freuen uns immer, wenn ihr uns anspricht. Meine Hobbys, was mache ich am liebsten? Ich mag Filme sehr gerne. Ich bin gerne draußen. Ich gehe gerne mit dem Hund raus. Das mache ich auch gerne. Ja. Da hatte ich, glaube ich, eben auch eine Frage. Haben wir Haustiere? Ja. Und hier, wenn ja, was? Ich habe, also das ist der ist nicht bei mir, sondern der ist bei meinen Eltern. Das ist also unser Familienhund. Das ist ein Beagle. Könnt ihr auch bei Instagram sehen. Aber der ist wie heißt der denn? Kurt heißt der. Ach, wie süß. Ja. Also mein Baby, der heißt Bruno. Und passt gut zusammen, Kurt und Bruno. Diese beiden Herren. Richtig. Das ist wie so zwei Opis, die so auf der Parkbank sind. Genau. Also meiner ist ja nicht so alt. Ne? Ja. Also meiner ist noch, meiner benimmt sich auch noch wie so ein kleiner... Ja. Rabauke. Und er ist tatsächlich, das kam auch ganz oft die Frage, ein Chihuahua, aber kein typischer, also er ist aus der Züchtung von Chihuahuas, aber die Mama war sozusagen ein Kurz-Langhaar und der Papa ein etwas größerer Kurzhaar und er ist so ein süßer Mischmasch dazwischen. Oh, die Frage, wie halten wir das aus, dass Karin so fies ist? Also, ich könnte Karin tatsächlich manchmal nehmen und aber ich muss dazu auch sagen, ich schätze Karin sehr. Ja. Also wenn du das jetzt hier hörst, bilde dir bitte nichts davon ein. Ne? aber wir verstehen uns privat sehr, sehr gut. Genau, er kann auch nett sein und kann ich bestätigen. So, jetzt nochmal ein Wechsel sozusagen. Genau. Ich habe das Handy abgegeben. Sind wir Freunde? Ja. Ja, natürlich. Also die Frage können wir euch ganz einfach beantworten. Ja, sind wir? Mhm. Sonst würde es auch wenn nicht jetzt so, einer von uns Nein gesagt hätte. Sonst würde das, glaube ich, auch nicht so harmonieren. Nein. Ne, hier auf dem Kanal. Was ist euer größter Traum? Schwierige Frage, finde ich. Ich glaube, ich möchte einfach ein gutes, zufriedenes Leben haben, auf das ich zurückblicken kann und wo ich sagen kann, ich habe nichts richtig falsch gemacht. So. Ja, obwohl Fehler im Leben dazu jetzt, gehören. Ja, ne? Aber ich meine jetzt ja, nichts Dramatisches, sage ich mal. Also, was ist mein größter Traum? Ich glaube, das ist schwierig, weil Träume wachsen mit der Erfahrung und den Zielen im Leben. Mein größter Traum ist natürlich, dass ich irgendwann meine Liebsten auf jeden Fall alle gesund sind, dass ich gesund bin, dass ich die Ziele erreiche in meinem Leben, die ich mir setze und natürlich, ja, das, was man sich persönlich auch wünscht. Ne? Ja. Mir ist gerade noch eingefallen, ich möchte wieder Ballon fahren. Ich bin schon zweimal Ballon gefahren. Ja. Kannst auch gerne mitkommen. Wenn ihr das sehen möchtet, schreibt es uns unten in die Kommentare, dann nehmen wir euch im Herbst mit. Nächste Frage, hattet ihr mal eine Zahnspange? Ja. Mhm. Ja, ich hatte auch eine. Ich glaube, ich war 12 war ich glaube. Mhm. Ich hatte eine feste Zahnspange tatsächlich. Heutzutage ist das eigentlich cool. Früher war das nicht so cool. Das hatte bei uns früher jeder. Ja, also... Ich glaube, ich war die Einzige, die keine feste hatte. Ich hatte eine lose. Eine lockere? Mhm. Ja. Also die musste man dann auch jede Nacht tragen. Und ich muss euch auch sagen, tragt es. Es ist wichtig, schöne Zähne zu haben. Gerade Zähne, auch für die Zukunft ist das auch wichtig für die Gesundheit. Und da muss man sich auch nicht schämen. Also von daher, ja. So, Sommer oder Winter? Sommer. Habe ich Geburtstag. Ja, also wenn ich da wählen müsste zwischen Sommer und Winter, bin ich auch definitiv für Winter. Ja. Für Sommer! Genau. Meine ich doch. Habe ich jetzt Winter gesagt? Du hast Winter gesagt. Also, ja, Sommer. Ja. Genau. So, ich würde noch sagen, zwei Fragen noch. Genau. Wie lange braucht ihr im Bad? Ich muss tatsächlich sagen, ich brauche gar nicht lange im Badezimmer. Nicht. Ja, also abends ist es ganz normal, so abschminken und Pflege drauf. Ja. Und am Morgen auch nicht. Also ich würde vielleicht so sagen, vielleicht so 20 Minuten. Bin ich etwas drunter, glaube ich. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, so Viertelstunde bei mir. Ja. Mit Zähneputzen, mit Hautpflege, mit allem. Und wenn man natürlich mal was Besonderes vorhat, dauert es vielleicht etwas länger. Ja. Also bei mir ist es eher so, wenn ich Haare machen muss oder so, weil ich absolut wirklich, was sowas angeht, bin ich echt untalentiert. So irgendwie. Weil ich kann mit meiner Hand nicht viel machen. Und dann brauche ich schon mal, wo andere vielleicht, keine Ahnung, 5 Minuten brauchen, brauche ich dann schon mal länger. Ich brauche dann manchmal auch, wenn ich mir die Haare dann irgendwie über den Kopf flechten will, brauche ich dann noch 10 Anläufe, bis es dann einigermaßen vernünftig aussieht. Und dann bin ich doch unzufrieden und mache mir doch wieder ein Dutt. Genau. Och, immer das Gleiche. So, und eine letzte Frage. Hattet ihr schon einmal Liebeskummer? Es wird emotional. Ja. Ja.
Ja, definitiv. Mhm. Also ich habe mir tatsächlich früher schon mal die Augen ausgeheult. Im Teenageralter, klar, ich war auch mal verliebt in welche, die mich halt nicht so... Jeder verliebt sich mal oder jeder richtig. Möchte mal ja. oder steht und auf jemanden, der nicht auf einen steht. Richtig. Ja, das gehört das zum ist, Leben dazu. Genau, das gehört dazu, das ist immer traurig ja. und ich glaube, jeder ist auch schon verletzt worden und jeder ja. war schon mal unglücklich und jeder hat im Bett oder auf dem Sofa gelegen, ja. traurige Filme geguckt. Ich habe auch tatsächlich... Um es noch schlimmer zu genau, machen. Und ich habe auch als erwachsene Frau, also das damals, bevor ich meinen Partner kennengelernt habe, hatte ich natürlich auch einen Partner, den ich sehr, sehr geliebt habe und lange zusammen war und da wurde mir leider auch das Herz gebrochen und ich habe da auch wirklich oft viel geweint, aber ich kann euch immer nur sagen, mein Tipp gegen Liebeskummer ist... rausgehen. Das habe ich tatsächlich nicht so oft gemacht, aber das ist der größte Tipp. Trefft euch mit Freunden, geht raus, lenkt euch ab und das vergeht von ganz alleine. Ja, also es ist wirklich so, dass das Leben muss weitergehen, das Leben geht auch weiter. Ja. Man denkt zwar, es ist schwierig, ja. aber man muss wirklich die Zähne zusammenbeißen, man muss weitermachen. Und wie ich gerade sagte, man kann sich vielleicht mal 2 Tage hinlegen, traurige Filme gucken, ja. es richtig durchleben. Aber es wird auch besser. Und es hat alles seinen Sinn im Leben und auch seinen Grund. Man lernt daraus. Damit Daumen nach oben da lassen. Genau. So, wir hoffen, dass wir so viele Fragen, wie wir noch konnten, für euch beantwortet ja. haben. Wenn ihr öfters mal Lust auf ein Q&A habt, dann schreibt gerne ein paar Fragen genau. in die Kommentare. Vielleicht machen wir können nochmal sammeln. Können wir nochmal machen. Guckt auch in unsere anderen Videos, die ihr ja auch eingeblendet genau. Seht. Dann wünschen wir euch natürlich ein schönes Wochenende und sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.